Genau, wir kommen von hier aus nach Gemeinlande. Wir verbinden nur ganz einfach die zwei Bereiche. Aber wie kommt man denn nochmal nach den Herklotzbergen? Dann bringt uns das Schiff ja eigentlich jetzt gar nichts, ne? Ich glaube, dann springen wir gleich ab. Okay, 4 Sekunden. Ich glaube, dann springen wir da nämlich gleich drüben drauf und nehmen dann die Glocke. Ja. So. Hafenmeister. Er ist wieder nach Antonika, ja. So, warte mal. Ich gehe einmal kurz nach der Hacklotzberge. Weil da gibt's ja auch Schiffe. Aber wo halten die denn nochmal? Hier ist ein Schiff. Ach, Wald von Nektolus. Und du? Donnersteppe. Hier müssen wir hin. Tack. Ah, so, dann war das halt Donnersteppe. Ja, also es ging halt mit den Schiffen immer darum, die quasi diese Inseltypen hier, kann man ja einmal kurz angucken, diese Inseltypen hier zu überbrücken. Zwischen das hier ist die böse Insel quasi und das ist hier der gute Kontinent. Insel, Kontinent, wohl eher Kontinente. Oder doch so Inseln, auch wie auch immer. Und hier war das eigentlich immer so die erste Insel. Ja, eigentlich nicht. War anders. Kommt ja erst später. Aber auf jeden Fall von hier aus, dann musste man hier überall durchlaufen und je nachdem, wo man natürlich ist, kommt man auch wieder im anderen Bereich rein, bla bla. Also fand das schon ganz cool mit dem Hin- und Herlaufen. Aber naja, was will man halt machen? Jetzt gibt's die Glocken. Die sind natürlich auch praktisch, auch fürs Let's Play. Man kann relativ schnell von einem Ort zum anderen. Aber ja, so, ich finde dieses richtige Rollenspiel dadurch ein kleines bisschen eingeschränkt. Nun kommen wir gleich da an den Docks an. Galionsfigur. Ach ne, wir haben da unten ja eine dran, ne? So ein Drachennaht oder sowas. Also eine Echse. Naja. So, ich springe da jetzt schon mal runter, damit es ein bisschen schneller jetzt wieder geht. Ach Gott, schon wieder falsch gedrückt. So, und zwar möchten wir wieder zur Südoststation. Mal gucken, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 57 Minuten, eine Stunde, alles klar. Einmal kurz in die Wiki reingucken. Okay, jetzt verprügeln wir den einen Typen. Und danach müssen wir wieder zu dem einen Typen wieder zurück. Und dann wird er aggro. Also ein Name-It-Monster ist er dann. Und wird uns attackieren. Wir sind dann Level 35, 3 ab, Heroic. Knockback-Attack. Also er kann uns wegschubsen. Kill him. Warte, okay, dann müssen wir ihn killen. Und dann kriegen wir ein Glowing Black Stone. Was ist denn das? Gucken. Glowing Black Stone.
weil ich glaube, mit dem kann man wieder nichts anfangen. Aber ich glaube, den kann man ja auch ins Haus reinstellen. Haben wir noch einen A-Punkt offen? Nein, okay. Oh, wo gehen die Skelette denn hin? Ich werde jetzt auch durchrennen nach da unten. Weil ich werde jetzt nicht mehr mit allen kämpfen wollen, das ist mir zu dämlich. Ist mir zu dämlich, so ein Scheiß. Söldner. Einmal zurückholen. Hüpf, hüpf. Guten Tag. Sollten einfach mitkommen. Ja, tust du, okay. Ist ja eigentlich nicht so weit. Aua. Also eigentlich müssten wir es schaffen. Wir müssen da wieder hin, hier. Wir haben ja Vasun schon mal gekillt. Nicht routen, nicht routen. Ah. Hat sich einer angemeldet. Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Kammer der Unsterblichkeit. Ist eigentlich mal in einer Zettel hingekommen. Ich habe mir noch irgendwo was aufgeschrieben. Ah, okay, da. Okay, okay, okay. Dann werde ich gleich wohl noch ein bisschen die Sonne genießen gehen. Ich glaube, so etwas sollte man tun bei so einem schönen Wetter. Ja, bla 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 bla. Mal gucken, ob wir die jetzt mit Level Up noch besser hinkriegen. Ja, im Leben sollten wir uns keine Sorgen machen, das hat ja letztes Mal auch funktioniert. So. Plum. Na du, schickst uns mehr auf den Hals? Ja, ne? Ja, finde ich gut. Ja, ja. Nochmal die gleichen? Hä? War das auch letztes Mal so? Kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Noch einen, ne? Ich will den anderen haben, genau. Ach, da sind schon welche tot. Aber das Ding noch, dann müssten noch die restlichen Kills sein. Genau. Sag ich doch. Hier so ein Scheiß hören wir nochmal. Ja, komm, erzählt uns noch ein bisschen was von wegen, du gewinnst und wir nicht. Aha, aha. Diesen, den hier benutze ich eigentlich nie. Weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist. So. Letzten da nochmal eben. Genau. Dum 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 dum. Zerstört sie! Ja, machen wir doch. Kein Problem. Hä? Fliege. So ein Scheiß. Thank you.
Wo ist denn der Rest? Bist du nur alleine? Gott. Ich kann mich noch nicht mal mehr an Donnerstag, glaube ich, war das erinnern. Ist ja schon schlimm. So. Nochmal. Jawohl. Hallo, Vasun. So, dann wollen wir mal den lieben Vasun killen. Komm, du darfst mit angreifen. Bin heute mal nicht so. So, und das letzte bisschen machen wir auch nochmal eben. Jawohl. Haben Vasun gekillt. Hatten wir ja schon mal. Was haben wir hier? Oh, cool. Plum. Phantamo Dingenskirchen. War nicht so ein Ding noch irgendwo? Bist du ein Phantamo? Nee. Bist du ein Phantamo? Nee, du bist ein... Ja, dann nicht. Okay. Dann wieder ein Zauberportal und dann geht's zurück nach Antonika. Wo wir schon 20.000 Mal jetzt gewesen sind. Learning about communities. Nein, ich möchte nicht über Communities lernen. Antonika. Da, so. Dann haben wir das schon fertig. Und dich brauche ich auch nicht mehr. Kann ich auch wieder schließen, die Seite. So. Die letzte Aktion jetzt für die Erbe-Quest. Und dann haben wir Gott sei Dank die auch erstmal durch. Wird doch eigentlich mal Zeit, dass wir die schon mal wieder fertig haben. Okay. Pass auf, jetzt ist er bestimmt nicht da. Doch. Well done. Ja, ist ja okay. Greif uns mal an. Darfst du übrigens mal mit angreifen heute? Ups. Plum. Plum. Och, der geht ja ganz gut. Flimm. Jawohl, ja. Und wir haben noch eine Erbequest fertig. Yay! 21, bla, blub. Nur ist legendär. Für Halterung an diesem Gegenstand. Jetzt kann man's im Haus hin tun. Ups. Gucken, so sieht das Ding aus. Nicht schlecht, an sich. Okay, ich porte nochmal zur Gildenhalle. Nee, nicht Hof der Heimat, sondern Gildenhalle. Tja, ich weiß nicht, was ihr jetzt tut, aber ich werde mich jetzt um meine Aquarien kümmern. Und dann weiß ich auch noch nicht, was ich genau machen werde. Aber mir wird schon was einfallen. Ich habe noch genügend zu tun. So. Okay, ich wünsche euch dann was. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Wie gesagt, das waren jetzt erstmal wieder 10 Minuten Folgen. Wir gucken mal, wie es danach zeitlich aussieht und wie es läuft mit dieser Vorproduktion. Weil Urlaub brauche ich auch mal. Unglaublich, aber ist so. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer. Oder einen schönen Moin. Bis denn.